Ja, Leute, es ist soweit. Rage of the Biz liegt hier vor mir und wir haben das neue Hauptset und ich bin wirklich gespannt, was wir ziehen werden. Und natürlich, wie immer zu Beginn, zur Anmerkung, ich kenne nur 80 Karten hier raus, 20 Karten nicht. Ich kenne die aber auch noch nicht. Das heißt, wir werden darauf natürlich eingehen und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird, denn wir haben hier einiges drin. Wir haben hier Karten, vor allen Dingen High-Karten. Sehr schön. Wir haben aber auch Kampfwespen. Wir haben aber auch Atlantik, Nixon-Rüstung, 6 Samurai. Und ebenfalls auch einen neuen Archetype. Und wir gehen das ganze Jahr rein. Und wir machen das Ganze hier auf. Nochmal gucken, was wir ziehen. Wie immer, ich werde Stück für Stück drauf eingehen, wenn wir das Ganze hier natürlich ziehen. Und hier haben wir das Ganze. Schwupp. Nehmen wir natürlich die ersten 25 Stück. Hui. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach direkt rein. In das erste Pack. Und jetzt bin ich ja gespannt, was uns hier erwarten wird. Erstmal, direkt 6 Samurai hier am Start. 6 Samurai Mönch. Super gut, weil er eben natürlich Empfänger ist. Stufe 3 passt perfekt mit den neuen Synchromonster. Von daher sehr gut. 6 Samurai ist etwas, was ich gerne eben zeigen will. Dann haben wir hier natürlich Asamenia. Ebenfalls, wie gesagt, habe ich ja gesagt, dass der neue Archetype drin. Der ist das. Funktioniert sehr gut mit verschiedenen Karten, unter anderem auch mit eben den Illusionskarten, aber eben auch mit den Silver Spoil Karten. Also wir haben hier einiges und wie man merkt, ist an meiner Hand deutlich attraktiver hier als eben die Karte. So, machen wir jetzt mal weiter. Kampfwespe, Atlantisch. Wie gesagt, Atlantisch ist hier ebenfalls drin. Und wollen wir gucken, wie es hier weitergeht. Dann haben wir hier Folgendes. Und zwar verlockende Königin des Chaos. Dann haben wir hier Juwel. Dann haben wir hier... Oh, warte mal. Ich habe gar nicht... Ja, guck mal, es fängt schon wieder an, Leute. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir hier neue Karten drin haben. Wir haben sogar wirklich neue Karten hier drin. Ach Leute, es fängt doch wieder super an. Ich vergesse einfach neue Karten. Wir haben jetzt 2 neue Karten. Und dann gehen wir mal eben drauf ein. Insekten. Versorgungssoldat der unzerstörbaren Insekten. Und wir haben Insekten-Einladung. Also das heißt, wir kriegen hier neue Insektenkarten. Wenn der Effekt eines Effektmonsters aktiviert wird, du kannst diese Karte als Spezialschwung von der Hand beschwören. Okay, sie ist 5. Interessant. Will man hier Link oder Synchro? Oder was ist hier der Play? Und falls du diesen Effekt als Reaktion auf die Aktivierung eines Effekts deines Gegners aktiviert hast, annullieren jeden Effekt. Was? Okay, interessant. Zusatz, warte mal. Effekt von einem Insektmonster. Ah, ironisch. Geht theoretisch natürlich bei Maxe. Annulliere jeden Effekt, zerstöre. Zusätzlich kannst du bis zum Ende des nächsten Spielzuges, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, keine Spezialschwung extra beschwören, außer Insekten. Okay. Während deiner Mainphase, du kannst ein Insektmonster, ein Insekt-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Verwende dafür Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite. Aha, wir wollen auf Fusionsbeschwörung zurück. Okay. Dann haben wir Insekten-Einladung und sagt folgendes: Offene Monster, die dein Gegner kontrolliert und die nicht in diesem Spielzug beschworen wurden, werden zu Insekt. Oh, das ist natürlich wie Insektensperre jetzt dafür geeignet. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst 3 deiner verbannten Insektmonster wählen, mische sie ins Deck, dann ziehe eine Karte. Während der Endphase, falls sich diese Karte in Friedhof befindet, weil sie in den Spielzug von der Hand dorthin gelegt wurde, du kannst diese Karte offen in deine Zauberfallenkartenzone legen. Ah, sehr gut. Ja, Recycling-Effekt. Nehmen wir doch mit und direkt... Warte mal. Mann? Okay, auch neu. Mann, der Ultramensch. Okay, da haben wir einen Ultramensch. Psi, okay, Licht, okay. Stufe 7, 2, 4. Okay, erstmal interessant. Ein Psi-Archetype vielleicht. Diese Karte kann weder als Tribut angeboten noch durch Kampf zerstört werden. Okay, also Kaijus gehen schon mal nicht. Solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihm nur einer Position verwenden. Falls dein Gegner eine offene Karte kontrolliert, die du besitzt, du kannst diese Karte als Spezialschwung von deiner Hand beschwören. Okay, jetzt wollen wir den Gegner Kaijus geben. Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, wo es hingeht hier. Während der Endphase, falls diese Karte in diesem Spielzug als normale Spezialbeschwörung geschoben wurde, du kannst diese Karte unter das Deck legen, dann kannst du eine offene Karte auf dem Spielfeld, die du besitzt, auf die Hand zurückgeben. Okay. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ein Archetype ist. Ich weiß nicht, ob das eine Einzelkarte ist. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Minigul! Let's go! Mehr Minigul-Karten! Ja, Leute, darauf haben wir doch alle gewartet. Minigul ist direkt ein sehr interessanter
ist direkt etwas geworden, was die Leute wirklich gefreut hat. Also viele hatten Spaß an diesen Monstern. Und jetzt haben wir weitere neue Karten. Aqua Flip. Falls du es in der Main Phase ist, führe nacheinander Effekte aus. Dein Gegner kann ein Minigun-Monster als Spezialbeschwörung von seinem Deck auf seine Spielfeldseite beschwören. Was? Dein Gegner kann ein Minigun auf seine von seinem Deck auf seine Spielfeldseite beschwören. Ah ja, stimmt natürlich. Ja. Wir geben den Gegner den Schleim. Der Schleim flippt sich beim Gegner. Und wir, der dann der Gegner ist, dürfen ein Monster spezial beschwören. Muss ein bisschen mehr denken. Ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Und dann übergib die Kontrolle an deinen Gegner. Oh, das ist gut. Stufe 1. Aha. Während der Main Phase, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners beschwören in verdeckte Verteidigungsposition. Falls dein Gegner mehrere Monster kontrollierst als du, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung offen auf der Spielfeldseite beschwören. Ah ja, okay. Also wir können ihn auch den Gegner geben. Super, super gut. Und Minigul Rüstung direkt. Minigul-Karten. Yes, let's go. Flip, falls diese Karte in der Main Phase, führe folgenden Effekt durch. In dem Spielzug können Minigul-Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist jetzt, was wir machen wollen. Also jetzt wollen wir die Karte flippen. Übergib die Kontrolle über diese Karte an deinen Gegner. Okay. Während der Main Phase kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung auf der Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners verdeckte Verteidigung beschwören. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, du kannst diese Karte Spezialschock offen auf deine Spielfeldseite beschwören. Okay, also hier klare Bedingungen, wie die ganzen Karten halt eben. Und du kannst das Ganze machen. Und Schmetterlingsfisch, okay, ebenfalls eine neue Karte. Alter, neue Karten, ich bin wieder komplett feier. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, um einen Monstereffekt zu aktivieren. Na, Nixenrüsten, Atlantiker. Du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Okay, die recycelt sich, sehr gut. Ist das once per turn, ist die Frage. Falls ein oder mehr Monster auf deinen Friedhof gelegt wird, außer durch Kampf, solange diese Karte in deinem Friedhof befindet, außer wenn es Stem Steps, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld, du kannst eine Karte auf dem Friedhof abwehren, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Du kannst nur einen Effekt von ihnen nur pro Spielzug verwenden und jeden Spielzug nur einmal. Okay, also entweder benutzen wir sie zum Spezialbeschwören oder zum wieder die Hand hinzufügen, um wieder abzuwerfen. Ist interessant. Also ich bin wirklich gespannt, wie eben Atlantisch und Nixenrüstung am Ende aussehen wird, weil wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Karten. Und jetzt hier sehen wir natürlich neue Zoa-Karten. Auch sind das. Oh, hi! Direkt Panzerungshai. Ich habe gesagt, hier sind neue Karten drin und wir haben. Es ist wirklich ein Kon ein. Oh! Ich freue mich. Gehören wir schon freisetzen. Man muss dazu sagen, es gibt bereits sozusagen ein Deckthema, was darauf basiert. Du gibst den Gegner Karten, also Lava Golem, Kaijus, alles Mögliche, und du übernimmst die wieder zurück. Und wir haben ja eben den. Wo war er denn? Den Ultramen. Ja, Ultramenschen. Und die scheint mit dazugehören. Falls ein oder mehr Monster von der Hand auf dem Spielfeld als Tribut angeboten werden, außer wenn es Stem Steps, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, führe den folgenden Effekt aus, basierend darauf, welches Spieler jedes Monster besitzt. Du übernimmst die Kontrolle darüber, aber es gibt es während der Endphase zurück. Auf die Hand zurück. Okay. Dein Gegner annulliere bis zum Ende des Spielzugs seinen Effekt. Oh, flexibel! Flexibel nutzbar. Sehr gute Karte. Sehr gute Karte. Oh, und direkt die Secret Rare. So sah man es jetzt gar nicht. Direkt die Secret Rare. Oh, direkt die Secret Rare. Edle Ader des. Oh, das ist hübsch. Das ist hübsch. Edle Ader des US. Oh. Ja. Nehmen wir doch gerne mit an dieser Stelle. Nehmen wir mit. Secret Rare ist auch mit am Start damit. Ich muss sagen, ich habe gar nicht gesagt, welche Secret Rare ich haben möchte. Und ich bin ehrlich, so ein Mull reizend wäre doch schon reizend, oder? Haben wir Mönch. Und dann haben wir Aquajet. Wie gesagt, ne? Wir haben ja auch ebenfalls, ne? Wir sehen es hier schon, Metallwandlerkarten. Wie gesagt, ne? Wir sind Kriegersupport für eben Metallwandlerkarten, also Bandit Keys, Joey Style. Dann Asamenia, wie gesagt. Und oh! Geheiligte. Da haben wir doch direkt. Denn das ist eine Fusionsarchetype. Das heißt, wir können fusionieren. Und das ist die Fusionskarte. Super gut. Nehmen wir natürlich mit. Wollen wir natürlich haben an dieser Stelle. Dann haben wir hier. Ich muss mal gucken, ob es neue Karten sind. Ne, sind keine neuen Karten. Und 6 Angriff. Wie gesagt, 6 Samurai. Ah, ich mag 6 Samurai sehr. Und wir sind jetzt erst bei irgendwie fünften Pack. Wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben. Memento.
Super, ne? Momento. Auch ein Deck, was auf jeden Fall unterm Radar ist, aber eigentlich besser ist, als man denkt. Dann haben wir Marionetten. Dann haben wir einen Verweigerungsgottheit Dotan. Ein Lichtmonster, zwei Monster, außer auf den... Was? Außer auf dem Spielfeld oder im Friedhof. Zwei Monster, außer auf dem Spielfeld oder im Friedhof. Wild. Wilde Bedingung. Wilde Bedingung. Diese als fusionsbeschworene Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Solange kein Monster, das auf dem Spielfeld oder in dem Friedhof einen Grundnamen mit einem Monster auf der Spielfeldseite oder im Friedhof deines Gegners hat, können Monster, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Boah, das ist aber sehr interessant geschrieben. Okay, kann nicht zerstört werden. Du kannst ein Monster mit denselben Grundnamen wie ein Monster auf der Spielfeldseite oder im Friedhof deines Gegners von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Extra-Deck auf den Friedhof legen und dann ein Monster auf dem Spielfeld oder in seinen Friedhof wählen, verbanne es. Okay, sehr interessant, interessant. Ey, du, ich sag ehrlich, neue Fusionskarten. Riesenmaul, auftauchendes Riesenmaul, Fisch. Indirekt natürlich für Hai. Sehr schön. Auch die hier ziehen und Mini-Ghoul. Oh, es ist so schön. Es ist ein Mini-Ghoul-Opening. Es ist ein Mini-Ghoul-Opening. Vor allem sage ich Mini, ne? Mimi-Ghoul! Oh mein Gott! Die Kommentare sind schon wieder komplett ausrasten. Wähle ein verdecktes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Dein Gegner bestimmt einen der folgenden Effekte und führt jeden aus. Ändere es in die offene Angriffs- oder Verteidigungsposition. Lege es auf den Friedhof, dann zieht sein Besitzer zwei Karten. Du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen. Füge deine Hand eine Mimi-Ghoul. Ihn selber von der Deck hinzu. Du kannst jeden Effekt von einer Position verwenden. Wähle ein verdecktes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Dein Gegner bestimmt einen der folgenden Effekte und führt jeden Effekt aus. Okay, ändere es. Okay, lege es auf den Friedhof. Okay, wir können damit auch Monster vom Gegner wegmachen. Ups. Sehr, sehr interessant hier. Sehr interessant. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass... ich dachte erst, wieso? Warum sollte man das machen? Aber jetzt macht das natürlich Sinn. Oh, neue Fusion. Licht und Finsternis Drachenmonster plus Drachenmonster. Ja, ne, wir kriegen... Wir haben eine Quarter. Kampfwesp, wie gesagt, drin. Oh mein Gott, wir haben eine Quarter drin. Panzer, was ist es? Wir haben eine Quarter und... Oh, Wasserkanalisieren. Hübsch. Oh, so hübsch. Charmer. Oh, das ist aber... Dann nehmen wir natürlich ganz geschmeidig hier mit. Ne? Dann nehmen wir ganz geschmeidig hier die wunderschöne Karte mit. Wir haben eine Quarter gezogen. Oh, ich habe noch nie eine Starlight gezogen, aber Quarter ziehen, das ist es. Übrigens, ja, hier... Metallwandler. Sehr gut. Mal gucken, ob wir neue Copycat finden. Wir haben noch Maschine, ernährt sich. Nochmal ein neuer Insekt und dann Mimi-Ghoul. Naja, da habt ihr mich ja wieder gehabt. So, weiter geht's hier. Künstlerzauber. Exit. Poseidonschwall. Insekt. Oh, nochmal ein neuer Insekt. Fee. Nee. Neuer Insekt. Fee. Na gut, okay, dann nicht. Falls die gemeinsame Stufe der Monster, die du kontrollierst, kleiner oder gleich der gemeinsamen Stufe der Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ja, Kaijus, ich glaube, da geht es wieder drauf hinaus. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Füge deiner Hand ein Insekt oder Pflanzenmonster Stufe 7 oder höher von deinem Deck hinzu. Während der Endphase dieses Spielzugs erhältst du 2700 Schaden, falls du nicht das hinzugefügte Monster oder eine Karte mit demselben Grundnamen als normale Spezialbeschwörung beschworen hast, nachdem der Effekt aktiviert wurde. Okay, da kann man einfach kein Schild suchen. Unterwelt. Ja, Leute, ihr liebt's doch. Für den Rest des Duells wende folgenden Effekt an. Du kannst keine Monster-Effekte von der Hand aktivieren. Eine kleine Downside. Monster, die du kontrollierst, können während jeder Battle-Phase bis zu zwei Angriffe auf Monster durchführen. Interessant. Und falls dein Monster gegen ein Monster deines Gegners kämpft, während der Kampf Kampfschaden verdoppelt, deren Gegnerzug erhält. Ja, ist so ein bisschen die Gegenkarte. Und sicher drehende Katze. Ist süß, ist süß. Ist sehr, sehr süß auf jeden Fall. Haben wir hier und da kommt. So. Was auch sehr süß ist, dass wir hier wieder ein endlos langes Opening machen. Und deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen Zahn zulegen, Leute.
Oh, wir müssen auch erstmal in die Kamera ziehen. Oh, Goblin Biker, Spiel verrückt. Wie gesagt, neue Goblin Biker kann. Auch ziemlich gut auf jeden Fall. Kann man was mit anfangen? Vor allen Dingen, sie können endlich aus dem Deck Spezial beschwören, was super gut ist. Dann hier, wie gesagt, Kampfwespe ist ebenfalls am Start. Oh, wir können nicht dicht daran, ich wollte gerade sagen. Ne, wir können nicht dicht daran. Wir können auch dicht daran. Rangsteigerungszauber, Kampfwespe, der Mensch und. Oh! Schwarzer Fullmetalldrache. 3400, also die Stats auf jeden Fall für sich. Wie gesagt, gehört sie eben zu dem Thema mit dem Megawandler. So, sind hier ebenfalls drin halt. Kampfwespe gehören, also die Karte, ich finde es cool. Gibt halt Optionen, wie gesagt, Kampfwespen sind hier drin. Gibt halt eben Optionen für eben Karten und für Decks einfach. So ein Kaiju-Deck. Ah ja, da freue ich mich schon fast gefühlt damit was zu machen. Weiter geht's hier. Insekt, die neue Fusion. Oh, Metallisolist, denn die Karte ist super, denn sie sucht uns eben quasi eine, warte, genau, Metallwandlerfalle und damit eben auch die neue. Passt natürlich sehr, sehr gut. Und wir haben, oh, ein neuer Dinosaurier, ebenfalls neu, den ich noch nicht kenne. Falls diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindest, du kannst ein Monster der Stufe 9 in deiner Hand vorzeigen, außer ihn. Beschwöre sowohl diese Karte als auch das vorgezeigte Monster Spezialbeschwörung. Okay. In die Verteidigungsposition. Zusätzlich kannst du den Rest des Spielzugs kein Monster Spezialbeschwörung von extra Deck, außer von Exit-Monster, dessen Rang 9 oder höher ist. Ah, er selber ist sofort Rang 9, also interessant, okay. Du kannst diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Ein Exit-Monster, dessen Rang 9 oder höher ist und diese Karte das Material verwendet, erhält folgenden Effekt. Diese Karte erhält 900 ATK und Death. Okay, sie bufft also. Warte, ist das für den Rest? Beschwör soll diese Karte. Für den Rest des Spielzugs. Okay, also wir können hiermit ganz einfach Rang machen. Oh, da sind wir doch schon bei der Hälfte. Können wir eben einen Exit haben wir noch. Interessant. Ich frage mich, warum er Dinosaurier ist. Haben wir Dinosaurier Rang 9? Also ich vermute mal jetzt, sonst ist es natürlich einfach nur für generische Karten. Wir haben hier, Feuerstürme über Atlantis. Uiuiuiui. Ja, Wasser, ne? Wasser ist hier auf jeden Fall ein guter Support drin. Da kann man nicht sagen. Apropos Wasser, wir haben noch gar keine Nixenrüstung an sich gezogen, ne? Wir haben Haie gezogen. Wir haben aber noch keine Nixenrüstung. Nixenkönig! Ja, Nixenrüstung bekommt jetzt ein Linkmonster. Womit wir jetzt auch Equip-Spells suchen können. Super gut auf jeden Fall. Ist ebenfalls eine weitere Möglichkeit, eben das Board aufzubauen. Allgemein, Extra-Deck ist ja so eine Sache. Wir können theoretisch sehr, sehr viele Monster beschwören. Die Frage ist, was wir machen können. Und jetzt können wir halt eben auch ein Link-Monster rufen und mit diesem Link-Monster dann eben uns ein Equip suchen. Und mit der Equip, je nachdem, welche wir genommen haben, können wir dann eben was Passendes machen. Entweder können wir ein Monster vom Friedhof wiederholen oder wir können etwas annullieren beim Gegner. Also von daher haben wir das. Oh, Metalltor! Wie gesagt, Metalltoma sind drin. Oh, eine neue Fusion. Direkt wieder. Schwerkavalier der unzerstörbaren Insekten. Insekten bekommt ganz schön viel neue Karten. Kann nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Falls alle offenen Monster, die du kontrollierst, Insektenmonster sind, Quick Effect. Du kannst zwei Monster auf dem Spielfeld wählen, darunter ein Insektenmonster, das du kontrollierst. Verbanne sie. Du kannst. Oh, ein Verbannungseffekt. Okay, ein Interruption-Effekt. Nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir natürlich mit. Ein Interruptions-Effekt. Ultramensch, finde ich immer noch faszinierend. Oh, wir haben Dämonismus Impuls. Super starke Karte. Kann einfach eine Spezialbeschwörung annullieren. Aber wir können keine Effekte mehr von Licht, Erde und Windmonster benutzen, weil diese Karte geht halt natürlich nur in Decks, die dieses Attribut nicht vertreten. Aber sonst ultra spielstarke Karte. Und ich glaube, damit haben wir dann jetzt auch alle Secret Rares. Ja, wir haben zwei Secret Rares und ich glaube, wir haben vier Ultra Rares. Jetzt können wir noch hier auf die Suche gehen nach neuen Karten. Oh, großer Ausbruch, auch für Goblin. Super starke Karte, ist quasi wie One for One, aber halt eben für Goblin Biker, ne? Versteht sich. Und ist es nicht für Stufe 1. Ach, Leute, ihr wisst, was ich meine. Man kann einfach ein Deck Monster aus dem Deck Spezial beschwören. So ist das nämlich. So, Mönch, Aqua, Gehirnwäsche, Schuld und, sich teilende. Planari? Ist auf jeden Fall Insekt. Soweit ist sicher. Du kannst diese Karte verbannen, die du kontrollierst. Beschwöre zwei Insektenmonster Stufe 3. Von
die beide denselben Namen haben, als Spezialbeschreibung von deinem Deck. Aber Effekte werden annulliert. Das ist einfach ein Link 2. Also er selber ist ein Link 2. Interessant, okay, okay. Zusätzlich verbanne sie während der Endphase. Das ist halt egal. Krass. Sie ist einfach auch ein Exit, ne? Sie ist Exit oder Link. Für ein Sektendeck kann das sogar interessant werden. Kann das sogar wirklich... Oh, da bin ich gerade unterschlagen. Sehr interessant werden. Da bin ich mal gespannt hier auf jeden Fall. Was haben wir noch? Kampfwespe. Wir haben hier Insekten, Kampfwespen, Marionetten und... was? Sylvia? Sylvia ist einfach eine Super Rare. Interessant. Ja, Leute, das ist das neue Fusionsmonster. Es braucht ein Illusion-Monster plus ein Licht-Hexer-Monster. Und das Besondere an ihr ist halt einfach, und zwar folgendes. Wenn ihr gegen eine Karte oder einen Effekt aktiviert, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere jeden Effekt. Falls diese Karte durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, du kannst deiner Hand eine sündhaft Beutefalle von deinem Deck hinzufügen. Wichtig ist der Effekt natürlich mit den Annullieren. Hier haben wir die Möglichkeit eben zu annullieren. Wir haben die Fusionskarte bereits gesehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier eine Super Rare ist. Interessant. Ja, Leute, ich weiß, während ihr das Opening seht, wisst ihr das wahrscheinlich schon alles. Aber ich wusste das noch nicht. So, wir können weitermachen hier. Panzerungssei, Chaos, Zeitminder und, Gesell vom Weißen Wald. Ja, genau, Weiße Waldkarten sind ja auch noch drin. Stimmt, ja. Weiße Waldkarten, gerade mit Rui-Karten, gut kombinierbar. Und jetzt hier eben... auf ebenfalls neue Karte drin. Achso, ich dachte gerade, das wäre auch eine neue. Nee, ist es aber nicht. Da muss man mal aufpassen. Neue Karten finden, ja oder nein. Dann haben wir hier so. Und, oh, wir haben noch eine Ultra. Oh, ich wusste nicht, dass wir noch eine Ultra haben hier. Das ist natürlich super. Nixenrüstung, Schattentrupp. Tipptopp Karte, sage ich dazu, ne? Erstmal, er selber, wenn er auf dem Feld ist, kann alles zu 7 machen. Also Stufe 7. Super gut zum Exit sammeln, perfekt. Und falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, durch ein Wassermonster, können wir einfach ein Atlantisch oder Nixenrüstmonster Stufe 4 und niedriger Spezial beschwören. Hiermit können wir Prinz beschwören. Ja, Leute, es ist Prinz. Was soll ich sagen? Ist halt einfach gut. Ist einfach gut. Ist einfach gut. So. Ja, hier haben wir noch 3 Booster. Ey, ich habe auch wieder viel zu lange hier auf die Karten eingegangen. Obwohl manche sagen immer, ja, es ist gut. Nochmal Fusion. Also wir sehen, Fusion ist hier ein Thema. Ja, wow. Wisst ihr, weil Thema und Archetype und hahaha, Deckthema. Ja, egal. War nicht witzig. So, weiter geht's. Momento, Kampfwespe, Aquajet und wir haben... Oh! Oh! Hä? Huh? Hä? Oh, wie süß! Ich wusste nicht, dass er jetzt drin ist! Rettungsiegel! Let's go! Let's go! Oh nein, ist der süß. Ja, warte. Es gibt Freunde hier. Es gibt Freunde hier. Guck mal hier. Guten Tag. Ich bin Service Rescue Rabbit. Ja, wahrscheinlich. Oh, wie süß. Ey, ich will den auch haben. Ich will den auch als Plüscher. Oh nein. Das ist ja nochmal eine Überraschung. Oh, das ist ja nochmal eine Überraschung. Wir haben einfach Rettungssiegel hier drin. Das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Letztes Pack. Last Magic Pack. Oh, wir haben noch einen 6 Umrei. Inishi. Ah, ich hätte gerne Shien gehabt, aber Shien, glaube ich, konnten wir nicht mehr ziehen, weil wir bereits. Boom! 3. Also, naja, also nicht 3 Secrets. Wir haben 2 Secrets und eine Quarter. Und dann haben wir. So. Wir haben dann hier 1, 2, 3. Und Nummer 4. Und dann haben wir noch. Wo ist jetzt die Fusion da? Haben wir noch hier kleine Highlights. Nochmal hier. Und das, wie gesagt, ich weiß, wenn ihr das Video wahrscheinlich guckt, wisst ihr bereits. Aber für mich war das halt, wie gesagt, eine Überraschung. Und, na komm, wir können das nicht so enden. Wir müssen hier das Highlight hier oben haben. So sieht's, warte, ich mach jetzt einfach so durchgehen. Ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Sehr interessante Karten. Ich bin zufrieden. Doch, ich bin sehr zufrieden, sehr zufrieden. Wie gesagt, einen guten Support für Nixenrüstung, für Atlantis, für 6 Samurai. Wir haben Rettungssiegel. Also, wir haben hier einige Karten, neue Karten drin. Und ich hoffe natürlich, das Opening hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.